Gabi Streile beschäftigt sich in ihrer Malerei mit der Natur, die ihr Rückzugs- wie Inspirationsort ist. In der Abstraktion der Form gelangt sie zu farbgewaltigen Kompositionen. Ihre Bilder sprühen von Lebenskraft, sind gestische Farbfeuerwerke und wurden schon mal Schlachtfelder genannt, die wie mit der Machete geschlitzt erscheinen. Die Dynamik in Streiles Arbeiten steht im Gegensatz zu ihren Motiven der eigentlich starren Landschaften und Stillleben. Auch Sträuße von Tulpen sind ein wiederkehrendes Motiv in Gabi Streiles expressiv-gegenständlicher Malerei. Die Formen ihres Gegenstandes verlieren sich während des Malprozesses, der sich durch eine fast schon mutwillige Schnelligkeit auszeichnet. 2002 hat Streile den Hanna-Nagel-Preis erhalten, unter anderem mit der Begründung ihrer virilen Malerei, als sei kraftvoll allein männlich. Diese Arbeit ist von 2020. Ganz anders als ihre farbenfrohen, leuchtenden Blumen hat sie schwarz integriert und ließ den Grund unbearbeitet. Es wirkt roh als ihre früheren Arbeiten. In welcher Stimmung sie wohl war, als sie daran gearbeitet hat? Naja, wahrscheinlich haben wir alle 2020 eher schwarz gesehen. Im Gegensatz zu der physischen Präsenz durch die opake Malweise von Streile wirken die Arbeiten von Werner Schmidt mehr vergeistigt. Seine scheinbar gegenstandslose Malerei, tatsächlich geht auch er vom Gegenstand aus, verschleiert, vertuscht und versteckt diesen jedoch, ist sehr assoziativ und analytisch in seinem Sezieren der Farben. Was wir nicht sehen, ist, dass sich seine Bilder in mehreren Farbschichten aufbauen. Werner Schmidts Quartett Coney Island, zusammengestellt aus 4 Tafeln, erweckt den Eindruck der frischen Morgensonne, die sich erst noch durch das Dickicht aus nebeligen Wolken hindurchpirscht. Das Versprechen eines warmen Tages, fast schon Lichttherapie. Ich bin Nicole Güter, in der aktuellen Ausstellung Komplementär der Galerie Monika Ruppert.